Ja, schönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des Deutschen Filmmuseums zu unserer Veranstaltung heute mit Barbara Trotnow, die ich ganz herzlich begrüße. Die Veranstaltung heute ist eine Kooperation mit der Evangelischen Medienzentrale. Ich möchte ganz herzlich auch Irina Grassmann begrüßen. Barbara Trotnow dreht überwiegend Dokumentarfilme, ist Regisseurin und Autorin ihrer Filme. Sie hat zunächst Sozialwissenschaften studiert und hat dann als Redakteurin beim HR gearbeitet und auch als Autorin beim CDF und beim NDR. Genau. Und dann hat sie aber ihre eigene Produktion sozusagen ins Leben gerufen und ist seitdem als unabhängige Produzentin und Autorin und Regisseurin tätig. Viele ihrer Filme beschäftigen sich mit der Türkei und insbesondere mit dem Thema Migration. Wir hatten sie auch schon häufiger hier zu Gast und deswegen möchte ich hauptsächlich zwei Filme erwähnen. Emine aus Inkisu, eine Türkin, die mit 18 Jahren nach Deutschland kam und ihr Schicksal oder ihr Leben sozusagen stellvertretend für viele Frauen ihrer Generation standen, so eigentlich der ersten Generation von Migranten aus der Türkei, die nach Deutschland kamen. Ein weiterer Film ist Deutsch aus Liebe, der sich auch wiederum mit jungen Migrantinnen beschäftigt, die in der Türkei über anderthalb Jahre Deutsch lernen, um dann ihren Männern nach Deutschland zu folgen. Und der heutige Film ist sozusagen geht in die andere Richtung. Es geht um Eduard Zuckmayer, der eben in die Türkei migriert ist 1936 und dort bis zu seinem Tod gelebt hat. Und ja, mehr würde ich vielleicht vorweg auch gar nicht sagen. Willst du noch ein, zwei Sätze sagen? Sonst? Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, trotz des schönen Wetters. Und eigentlich sage ich immer, ein Film muss alles selbst erzählen, sonst habe ich was falsch gemacht. Und deshalb will ich eigentlich gar nicht gerne viel dazu sagen jetzt, aber wir können im Anschluss alle Fragen beantworten. Ja. Okay, dann wünschen wir erst gute Projektion. Hatte das jetzt auch noch was mit deinem Film zu tun, sozusagen, dass der Grabstein jetzt wieder aufgestellt worden ist, oder war das sowieso, hat es sozusagen jetzt in dem Zug das? Ich denke schon, manchmal kann ein Film auch was Konkretes bewirken. Mhm. In der Türkei haben die Gräber nicht so eine große Bedeutung wie bei uns. Also da ist es nicht so, hier. Ja. Also in der Türkei haben die Gräber nicht so eine große Bedeutung, dass die Menschen so oft auf die Friedhöfe gehen. Aber durch meine Recherchen und durch meine Dreharbeiten sind sie halt darauf aufmerksam geworden, dass der Grabstein erneut zerstört worden ist. Und ja, wir haben den Film im letzten November in Ankara das erste Mal gezeigt. Und das war dann die Überraschung für mich. Sie sind dann alle mit mir auf den Friedhof gefahren und haben mir diesen Grabstein gezeigt. Insofern, ja. Ich denke schon, es hat was mit dem Film zu tun. Schön, ja. Gut, ich fange vielleicht nochmal sozusagen von vorne an. Wie bist du auf die Geschichte gekommen? Bist du sozusagen in der Türkei auf ihn gestoßen oder eher hier über Mainz? Und wie bist du dazu gekommen, dieses Projekt zu machen? Ich bin in der Türkei auf Eduard Zuckmayer aufmerksam geworden. Ich war in Istanbul und dann sagte man mir, kommst du aus Mainz, Barbara? Da kommt ja auch unser Zuckmayer her, sag ich ja. Ich war erstaunt, dass Zuckmayer in der Türkei so bekannt ist und habe dann sehr schnell gemerkt, dass sie nicht den in Deutschland bekannten Karl Zuckmayer meinten, sondern seinen Bruder Eduard. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt auch nichts von ihm gehört, obwohl ich seit vielen Jahren in Mainz lebe. Und dann hat diese Geschichte angefangen, mich sehr zu interessieren. Und ich habe angefangen zu recherchieren und die Kontakte gemacht und so weiter. Und auch so das Material, jetzt die Briefe und alles, was in dem Film vorkommt, die Fotos, das alles liegt sozusagen in der Türkei. Oder gibt es hier in Deutschland auch Archive oder Stellen, wo man sich mit ihm beschäftigt? Oder, der größte Teil der Archivmaterialien liegt in Deutschland. Mhm. Ein ganzer Teil liegt sogar hier in Frankfurt. Also zum Beispiel die Briefe an Hindemith liegen in Frankfurt im Hindemith-Institut. Die Briefe von Eduard Zuckmayer an seinen Bruder liegen in Marbach im Literaturarchiv. Die haben ihn sozusagen mit aufgenommen. Die haben ja den Nachlass von Karl Zuckmayer und dort liegen auch die Briefe von Eduard Zuckmayer. Es liegen noch sehr, sehr viel mehr Briefe dort, als ich sie
im Film verwendet habe. Ja, gibt es schon Fragen direkt aus dem Publikum? Ja, okay. Ja, das ist besser verständlich. Erstmal muss ich sagen, ich finde den Film ganz fantastisch, sehr berührend und auch so modern. Ist das heute am Konservatorium oder an der Musikschule immer noch so, an dieser Gazi-Universität, dass man so frei da singt und die Frauen sind da Minirock und so weiter? Wie ist das heute? Also ein ganz klares Ja. Toll. Das ist, den Film haben wir erst vor 2 Jahren gedreht. Ich war im letzten November wieder da. Wir haben manchmal in Deutschland ein etwas verengtes Bild von der Türkei. Es passt nicht in das Klischee von der Türkei, die jungen Frauen auszusehen, wie sie in dem Chor singen. Und ja, das war mir wichtig, dass in dem Film das auch deutlich wird, dass es diese andere, diese moderne Türkei auch gibt. Und all die Menschen, die in der Tradition von Eduard Zuckmayer ja heute weiterarbeiten, die gehören zu dieser modernen Türkei, für die es nicht einfach ist heutzutage, aber es gibt sie noch alle. Ich bin mit den meisten von ihnen in Kontakt und deshalb weiß ich, dass auch die Arbeit am Gazi-Institut heute noch weitergeht. Wie lange das noch geht, weiß ich nicht. Man hat heute, habe ich gerade gelesen, dass die türkische Bildungspolitik jetzt für die Schulen die Auflage macht, dass man stärker auf die türkischen Wissenschaftler guckt. Das ist ja etwas, was in den Ende der 70er Jahre, als der Grabstein zerstört worden ist, in der Türkei auch schon mal sehr stark war, so eine sehr nationalistische Tendenz. Aber noch ist es so. Also sie haben jetzt gerade, hat Müzet, der Verband der Musiklehrer, die haben jetzt gerade einen ganz großen Chorwettbewerb in Ankara gemacht. Also und die Türkei, auch nicht nur in Ankara und nicht nur an der Gazi-Universität, sieht sehr oft so aus wie in meinem Film. Ich habe das nicht gezielt gesucht. Ja, vielleicht eine spezielle Frage. Die Tochter, die dieses Buch zeigte, wo Vertonungen von Zuckmayer drin sind, ist das veröffentlicht worden, also diese Sammlung von den Liedern, die er selbst nochmal mit einer zweiten Stimme versehen hat oder so? Nein, das Buch ist nicht veröffentlicht. Das ist im Privatbesitz der Tochter, die dieses Buch hütet als Schatz. Und es sind auch nicht jetzt Eigenkompositionen von Zuckmayer, sondern es war halt das Bedürfnis, die Lieder aufzuschreiben, die Noten aufzuschreiben, weil es die damals nicht verfügbar gab, aber eben, er hat auch viele Sachen nochmal vertont. Ich finde es auch ein sehr... Vielen Dank. Ja, vielen Dank erstmal. Und zwar anknüpfen direkt an die letzte Frage. Ich habe also schon vor längerer Zeit sehr viel über Eduard Zuckmayer gehört und es hat mich interessiert und deswegen bin ich auch hergekommen. Ich habe vorhin natürlich einen anderen wichtigen Film auch gesehen, Renoir und so weiter, das ist jetzt ein bisschen ein Sprung. Und zwar diese Noten, also ich habe irgendwo gelesen oder gehört, dass er auch sehr viel für also die Entwicklung der Noten in der Türkei gemacht hätte. Das heißt, er hat selbst, weil es da angeblich wenig gab, aber da sind Sie nicht so drauf eingegangen. Ja? Das würde mich interessieren. Und dann zu der Frage, haben Sie sehr viele Filme in der letzten Zeit über die Türkei gemacht? Ja, und dann würde mich auch interessieren, wie dieser Grabstein aussah. Also, ja. Keine Nekrophilie, aber einfach also fange ich von hinten an. Wir haben ja den ursprünglichen Grabstein, haben wir ja gezeigt, das Schwarz-Weiß-Foto. Das war der ursprüngliche Grabstein. Der sah sehr ähnlich aus, dem die seine Schüler jetzt für ihn neu aufgestellt haben. Es gibt beides. Es gab eine Büste am Institut, die ist auch zerstört worden in den 70er Jahren. Und den Grabstein. Zu den Noten. Es hätte wenig Noten gegeben und er hätte überhaupt da erstmal die Noten erfasst, sodass da ein gewisser Bestandteil an Noten auch vorhanden gewesen ist. Also er hat sehr viel Material, das erzählen wir auch im Film, hat sehr viel Material geordert. Dazu gehörten auch Noten, dazu gehörten gewisse musikpädagogische Werke, die er für die Türkei geordert hat dann halt. Aber er hat nicht speziell was mit Noten gemacht. Nee, er hat nicht speziell was mit Noten gemacht. Also. Hm. Also ich habe sehr viele Filme in den letzten Jahren in der Türkei gemacht. Ich lebe ja auch in Teilen in der Türkei. Und
Ja, das war jetzt, Eduard Zuckmayer war jetzt der letzte von den Filmen, den wir neu gedreht haben, aber wir arbeiten auch immer noch an einem Projekt, das ein ganz anderes Thema hat. Hat er denn einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden, die die musikalische Entwicklung in der Türkei ähnlich weiterführen konnte? Also es gab verschiedene Nachfolger. Und als ich, also unter anderem Ali Ucan, der auch derjenige ist, der sein Erbe heute in der Türkei hütet und wo immer es geht, publik macht. Und was mich, als ich im November da war, da hatte ich aber leider schon abgedreht, da habe ich dann seine Nachfolgerin kennengelernt. Das ist auch eine ganz moderne, tolle Frau, die jetzt heute die Leitung des Institutes hat. Das war leider nach Ende meiner Dreharbeiten, deshalb konnte ich den Film nicht nochmal wieder neu öffnen. Wäre sie das Jahr vorher schon da gewesen, hätte sie sicher eine starke Rolle bekommen. Und wie weit ist seine Arbeit sozusagen hier in Deutschland präsent oder ist auch an anderen Musikhochschulen oder gibt es da irgendwie einen Bezug zu ihm oder ist er eigentlich hier in Deutschland soweit kaum bekannt oder wenig bekannt? Also in Deutschland ist er nicht sehr bekannt halt und wir haben den Film jetzt oft gezeigt. Es gibt ja auch andere, die sich darum bemühen, ihn bekannt zu machen. Also ich glaube, dass in den letzten 2 Jahren oder auch in den Jahren davor schon einiges passiert ist. Er ist, glaube ich, inzwischen bekannter auch in Deutschland. Nicht nur bei Musikpädagogen. Der Film als solcher ist im Moment, wird halt im Moment sehr oft gezeigt, weil er auch jetzt ja sozusagen eine Fortführung hat. Die Geschichte des Eduard Zuckmayers kehrt sich jetzt gerade ja wieder um, weil sehr viele Wissenschaftler und Musik und Künstler, also nicht aus seinem Institut. In seinem Institut ist alles noch so, wie es gewesen ist, aber sehr viele, ich sage immer, Kultur ist ja immer so eine Nische und manchmal ist es auch ein Vorteil, da waren noch nicht alle Säuberungsaktionen, aber viele andere Wissenschaftler und Künstler verlassen die Türkei und die meisten von ihnen kommen nach Deutschland. Also wir haben jetzt gerade so etwas aus ganz ähnlichen Gründen, mit vielen Parallelen haben wir jetzt die Geschichte in umgekehrter Richtung. Sie haben ja da jetzt viel Erfahrung und viele Beziehungen und was könnte man hier eigentlich in Deutschland tun als normaler Mensch, damit diese Verbindung zu der Türkei eine liebevolle bleibt, die es ja in Teilen immer gab? Ja, ich finde das einen ganz wichtigen Aspekt, das ist auch mein Anliegen, dass der Kontakt bestehen bleibt zwischen Deutschland und der Türkei. Ich finde nicht gut, was auf politischer Ebene im Moment geschieht, aber es sollte diese kulturelle Brücke weitergeben. Und man sollte eben sehen, wie Sie auch vorhin gesagt haben, dass es diese andere, diese moderne Türkei auch gibt. Das ist einerseits ein Aufruf an meine Medienkollegen, vielleicht auch mal woanders hinzugucken, als das, was immer die Bilder sind, die wir kennen. Es ist nicht so, dass in der Türkei alles nicht mehr vorhanden ist. Es ist auch nicht so, dass alle Wissenschaftler und alle Professoren nicht mehr unterrichten. Aber man sollte die, die es weiterhin tun, die sollte man unterstützen, indem man sich zum Beispiel sehr für ihre Arbeit interessiert und vielleicht diesen Chor einlädt oder Ähnliches macht. Aber Sie sind noch nie irgendwie kontrolliert oder bedroht oder sonst was worden. Ich meine, ich bin nicht bedroht worden, nein. Ich bin ja auch im November da gewesen. Man hat mir überall abgeraten zu fahren, aber es waren überall sehr tolle Veranstaltungen und ich hätte es ganz schlecht gefunden, wenn ich nicht gefahren wäre, weil alle diese Menschen die Vorführung, also es war ja nicht nur in Ankara, organisiert hatten und ich hatte keine Probleme. Ist der Film denn durch die offiziellen Machthaber zur Kenntnis genommen worden? Haben die sich darüber geäußert? Der ist durch die offiziellen, welche meinen Sie jetzt, welche Machthaber? Ja, ist der türkische Machthaber. Nein, ich lege ja so einen Film den türkischen Behörden nicht zur Zensur vor. Ich wollte nur fragen, ob Sie ihn denn zur Kenntnis genommen haben. Ja, wir haben ihn ja offiziell gezeigt überall. Mhm. Und gab es da irgendeine offizielle Reaktion? Ja, es gab also von Regierungsseite her. Ja, meine ich. Aber auch in Deutschland wird sich keiner für einen kulturellen Film von Regierungsseite interessieren. Naja, es ist ja an sich ein... Bitte? Vielen Dank. Danke. Es ist ja an sich ein rührender Film über die
Brüderlichkeit und über die Zusammenarbeit. Ja. Na gut. Ich glaube, die mussten einfach gehen. Ich glaube nicht, dass es also. Aber was ist mit den Leuten im Gefängnis? Nee. Mhm. Ich glaube, das sind thematisch woanders gerade. Das ist alles ganz furchtbar und das ist auch das, was auch vorhanden ist und was auch ein ganz großes Problem ist jetzt. Nur, Sie haben mich vorhin gefragt, ob es diese Menschen noch weiter gibt. Und da sage ich nur, die Menschen, die in der Tradition von Zuckmayer weiterarbeiten, die sind im Moment noch da. Und es gibt eine Nachfolgerin, eine moderne junge Professorin, die auch in seiner Tradition weiterarbeitet. Ich weiß nicht, wie lange das noch gehen wird. Fazıl Say spielt, hat gerade in Ephesus gespielt. Fazıl Say lebt ja in der Türkei, er hat gerade gestern ein großes Konzert in Ephesus gehabt. Er ist ja auch einer von denen, die sich in der Tradition eines Eduard Zuckmayer sehen. Aber Fazıl Say tritt in der Türkei und auf der ganzen Welt auf. Ich will damit nichts relativieren von dem, was politisch in der Türkei passiert. Nur ich finde, weil Sie auch vorhin nach der Kulturbrücke gefragt haben, man muss halt sehen, dass es sehr vieles gibt, was weitergeht und wo wir auch weiter in Kontakt bleiben sollten. Und deshalb fahre ich auch weiter in die Türkei. Also das wäre jetzt ein Themenwechsel, nochmal zurück zu ihm als Person. Würde mich interessieren, noch ein bisschen stärker die Rolle als Pianisten. Also war er im Prinzip mehr Pädagoge oder auch Pianist? Wir haben ja auch festgestellt, dass er in Deutschland nicht bekannt ist. Ich beschäftige mich viel mit Musik und auch mir war es nicht bekannt. War das so, bevor er emigriert ist, so, dass er in Deutschland auch als Pianist mit Konzerten berühmt war, tätig war und vielleicht auch noch außer Hindemith noch andere Kontakte hatte zu bedeutenden Musikern? Also wie ist da die Rolle zu sehen als Musiker? Mehr als Pädagoge? Oder? Also Eduard Zuckmayer war in seinen Anfängen eindeutig Pianist, auch hier in Frankfurt, hat ja große Konzerte hier auch gegeben. Er hat aber schon in seiner Zeit in Deutschland seinen Schwerpunkt hin zur Pädagogik verlagert. Er ist ja dann auf Jüst an der Schule am Meer gewesen, das ist ja eine Reformschule. Und das hat ihn sehr geprägt und das ist auch das, was er wollte. Also er wollte damals schon ein anderes Leben haben, nicht das Leben des Konzertpianisten. Wir haben die Aufnahme vom italienischen Konzert gehört. Gibt es noch mehr Aufnahmen? Leider haben wir keine anderen gefunden. Also wir haben wirklich sehr viel angestellt. Ich habe ja in Ankara mit der Universität kooperiert. Man hat mir immer gesagt, es gäbe noch andere Aufnahmen bei TRT, also beim türkischen Fernsehen. Aber damals sind die Sachen nicht aufgenommen worden. Auch die Konzerte hier in Frankfurt, wir haben das recherchiert. Die sind alle damals gespielt worden, gesendet worden und nicht irgendwo archiviert worden halt. Also ich hätte sehr gerne mehr gefunden, ja. Ich habe nur diese Aufnahme aus einem Privatarchiv bekommen. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte mehr. Ja, ich kann dazu gleich ergänzen. Ich habe auch nochmal beim Rundfunkarchiv gefragt. Die haben keine Aufnahmen von Eduard Zuckmayer, wohl aber Belege dafür, dass er ganz häufig ein Klavier begleitet hat, zum Beispiel mit Mauritz Frank, der auch im Amar-Quartett gewesen ist. Aber ich wollte ganz kurz zu dieser Frage noch etwas sagen, weil ich über die Schule am Meer recherchiert habe und Zuckmayers Rolle bei der Schule am Meer. Und er hat diese Konzertkarriere nicht völlig abgebrochen, aber zumindest etwas heruntergefahren, weil er einmal diesen ganzen Konzertbetrieb nicht wollte, so wie er war, und weil er sich auch eher nicht nur sich selbst, sondern auch andere in der Aufgabe gesehen hatte, Musik für das Volk zu machen und nicht elitärische Musik. Deshalb ist er dann eben in diesen Erziehungsbereich gegangen. Und interessant ist, dass das preußische Erziehungsministerium, also Kultusministerium, dieses Projekt an der Schule am Meer gefördert hat. Die wollten daraus Ergebnisse für den Musikunterricht überhaupt auch herausfiltern. Aber er hat parallel immer auch dann seine Konzertreisen fortgesetzt, soweit er in der Ferienzeit hatte. Ja. In der Türkei ist er ja sehr oft aufgetreten. Er hat ja auch das
kommt ja auch in seinen Briefen raus. Er hat in der Türkei sehr oft Rundfunkkonzerte gegeben, nicht nur als Dirigent, auch als Pianist und eben in, gerade auch in seinen beiden letzten Lebensjahren, aber leider nicht aufgezeichnet. Ich hoffe, das ärgert jetzt keinen, wenn ich das sage. Es gab eine Szene, ich fand eigentlich das mit der Musik mit den Kindern alles sehr, sehr interessant und auch sehr schön. Also diese eine Szene mit diesem kleinen Jungen an dem Klavier, wo der Lehrer dann sagte, er sei so begabt und so weiter. Das war aus meiner Sicht, also ich bin auch Instrumentalistin und Instrumentallehrerin, ein bisschen komisch. Hatten Sie da einen Berater, einen musikpädagogischen Berater bei Ihrem Film? Denn dieser Junge, also so würde man das heute hier bei uns, glaube ich, überhaupt nicht unterrichten. Und ich glaube, Zuckmayer auch nicht. Es wirkte so ein bisschen ungeschickt. Und dann dieses, er sei so begabt. Das war einfach die einzige Szene, die ich kritisch sehe in dem Film. Wir dürfen gerne mehr sehen, kritisch sehen. Also das Projekt wurde ja von der Professor Dr. Suna Cevik betreut und begleitet. Und die war ja auch bei den Dreharbeiten halt dabei. Und alle haben mir gesagt, als wir an die Schule kamen, wir haben da einen kleinen Jungen, der ist ganz neu an der Schule, der ist Flüchtling, der ist aus dem Irak und der ist total begabt. Da waren sie alle vollkommen überzeugt. Der hatte seine erste Stunde, dass man diese Begabung so schnell erkennen kann. Ich meine, es gilt auch für andere Szenen, dass Pädagogik an anderen Orten anders geht und dass in Deutschland heute Musikpädagogen anders unterrichten. Aber dort wurde so unterrichtet. Anknüpfend daran würde mich auch interessieren, das ganze Universität, ähnlich würde ich das auch sehen, dass das Niveau mit unseren Hochschulen sicherlich nicht vergleichbar ist. Also das war jetzt, die ganzen Beiträge im Film waren jetzt mehr von kleinen Kindern, die anfangen. Oder wie weit geht es vom Niveau von Altersstruktur her? Wir haben ja auch die Aufnahmen aus der Uni gehabt, den Chor zum Beispiel. Ich denke jetzt an Klavier, Geige und die Instrumentalfächer. Ja. Ja, das haben wir jetzt. Also das hat schon universitären Anspruch. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also es gibt eine Biografie von dem Ali Ucan, aber nur auf Türkisch. Hat das Land überhaupt keine Musikkultur? Was war vorher? Warum haben die eine Ausländer gebraucht, um die Kultur im Land überhaupt zu beleben oder ins Leben zu rufen? Wir haben in der Türkei natürlich eine ganz ausgeprägte eigenständige Musikkultur gehabt, aber sie wollten den Blick öffnen. Er sollte ja nicht die türkische Musikkultur aufbauen, sondern er sollte den Blick auf westliche Musik öffnen und die Möglichkeit in der Türkei schaffen, dass dort westliche Klassik gespielt wird. Das war seine Aufgabe. Er sollte nicht das ganze Musikleben umkrempeln, er sollte es erweitern. Also ich muss sagen, ich habe das jetzt ein bisschen anders verstanden im Film, weil ja auch deutlich darauf hingewiesen wurde, dass wie die Kritik kam. Dass es hieß, Moment, das ist der Mann, der jetzt mit seinen westlichen Geschichten hier kommt. Da hieß es ja, nein, er hat ja auch ausgesprochen jetzt eben türkische Lieder, ja, vertont und, bearbeitet, mit Begleitungen entsprechend. Das heißt, es ging wahrscheinlich einfach überhaupt um so eine Musikausbildung, die einfach
mehr ermöglicht, auch im pädagogischen Sinne. Das heißt, dass man nach und nach so eine Nachfolgerkultur überhaupt bilden kann. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das vorher war. Ja? Also ich nehme an, die traditionellen türkischen Instrumente wurden vom Meister zum Schüler weitergereicht, sage ich mal, und unterrichtet. Aber jetzt so, dass das in Form eines Instituts und einer konkreten Musikausbildung stattgefunden hat, das wäre mal interessant zu wissen, was da vorher genau war. Wissen Sie es? Ich weiß nicht, ich weiß nur, dass für die Gemalisten nicht modern war, alte Volkslieder, alte Instrumente zu hören. Und so wie die Schrift und die haben versucht, alles umzukrempeln und gewaltsam teilweise dem Volk. Also so ein bisschen, sag ich mal, Kulturrevolution ist jetzt vielleicht übertrieben, aber zumindest, also. Zum Negativen. Zum Beispiel die junge türkische Generationen, wenn die einen Friedhof besuchen, diese wunderschöne Denkmäler teilweise in den Friedhöfen, die können nicht verstehen, was auf den Grabsteinen steht oder überhaupt, weil einfach die Schrift mit der Lateinischen ersetzt wurde. Ich meine, die haben versucht, die Gemalisten, das Land in diesem Sinne zu reformieren, aber im negativen Sinne, dass alles, was bis da gab, galt es als unmodern und rückständig. Es gibt wunderschöne Volksmusik in der Türkei, aber für die Jungrevolutionäre, sogenannte revolutionäre Türken, das war alles verpönt und rückständig. Und ich weiß nicht. Und deswegen haben wir heute den Konflikt in der Türkei. Überhaupt. Dieser Zusammenbruch der Kulturen. Jetzt kommen die Alten und verlangen natürlich ihre Rechte auf die alte Kultur. So sehe ich das. So verstehe ich das. Da möchte ich doch noch mal kurz was ergänzen. Ja, einerseits war das der Auftrag von Zuckmayer und anderen, westliche Kultur und Musik in die Türkei zu bringen. Andererseits war auch der Auftrag, die türkische Musik, die traditionelle, weiterzuentwickeln. Und Zuckmayer ist ja gerade ein Beispiel, der alte türkische Volkslieder mehrstimmig vertont hat. Also er hat versucht, auf dem aufzubauen, was es gab. Nicht nur alles weg damit, wir bauen jetzt was anderes auf und bringen den Westen rein. Er gehörte genau zu denen, die versucht haben, beides irgendwie zusammenzubringen. Und ich glaube, da tut man ihm und den anderen auch sehr Unrecht, weil die haben eben nicht so einen überheblichen Anspruch gehabt, wir wissen alles besser und wir krempeln jetzt alles um. Also das wäre jetzt eine Richtung, die ich nicht für angemessen halten würde. Das möchte ich auch nochmal unterstreichen. Ich wollte jetzt nur erst nochmal die Äußerung dazu hören. Es ging ja darum, das Land zu öffnen in der Musik und neue Dinge zu bringen. Und die andere Musik war ja nicht deshalb weg. Also zum Beispiel an dem Gazi-Institut wird heute auch nach wie vor natürlich Balama, dieses türkische Lauteninstrument, unterrichtet halt. Das ist nicht so, dass es dort nur das gibt. Aber das, was wofür Zuckmayer in die Türkei geholt wurde, das war halt genau in dem Land auch Dinge zu unterrichten, die dort vorher nicht unterrichtet wurden. Aber Zuckmayer war nie derjenige, der gesagt hat, all das, also er hat sich immer für türkische Musik und ganz besonders auch für türkische Kultur interessiert. Er hat nicht gesagt, das alles weg und jetzt nur der Westen, sondern er hat gesagt, okay, das ist westliche Musik, das wurde ja auch gewollt und gewünscht, dass es diese Erweiterung halt gibt. Aber daneben gab es natürlich immer auch andere Musik. Mhm. Und das ist auch ein großer Andra. Das ist ganz neu. Das haben wir erst seit 2 Jahren. Ja, dabei haben wir schon so lange Jahre Menschen hier, die eigentlich aus diesem Kulturkreis kommen. Ne? Deshalb ist es doch prima, wenn die verschiedenen Musikrichtungen überall angeboten werden. Könnten Sie vielleicht noch etwas über die Rolle Hindemiths
als erster einfällt, wenn es um deutschen Einfluss auf die Musikszene geht. Also Hindemith war der, der offiziell den Auftrag hatte, dass diese Musikreform anzuschieben, und er hatte auch, sagen wir mal, die Oberaufsicht oder so, und er hat dann Leute wie Zuckmayer engagiert. Aber er war selber nie lange Zeit in der Türkei, sondern immer nur wochenweise, und während Zuckmayer ja dort wirklich ganz gelebt hat. Aber den Kern der Reform, der lag in der Hand von Hindemith. Das habe ich auch versucht im Film zu zeigen, dass es dort einen ganz regen Austausch gab, dass Zuckmayer ihm immer geschrieben hat, was jetzt passiert ist und was er jetzt macht und was er tut. Und die Briefe liegen ja auch alle hier in Frankfurt im Hindemith-Institut. Ja, gut. Wir können ja auch das Gespräch draußen noch ein bisschen fortsetzen, wenn es noch Fragen gibt. Ja, ich bin auch da. Okay, ja, danke fürs Kommen und für den Film. Ja. Danke, dass du da warst.